und ziehst du um, dann muss ich ja. Ich hab richtig Bock darauf, wieder von zu Hause aus zu streamen. Dann sitze ich am PC zu Hause und ich denke mir so, Alter, es geht mir einfach nur massiv auf den Sack. Es nervt mich einfach, dass ich weiß, dass es nichts bringt, weil dann gucke ich wieder in diese Informationsleiste von der Fritzbox und dann sehe ich wieder, dass es nicht geht. Es geht nicht, wirklich, das nervt mich so. Und das ist erst, seitdem die dieses Super Rectoring eingeführt haben. Das haben wir jetzt auch nach meinem Video, haben mir ganz viele Leute bestätigt, dass ganz viele Leute Probleme haben damit. Dass die Verbindung nicht richtig hergestellt wird oder ständig Verbindungsabbrüche da sind. Ah, was willst du machen? Man ist dann halt nur der einzelne Mann und mein Nachbar hat das Problem auch. So alle im Haus haben das Problem. Gut, mein Nachbar ist, glaube ich, in dem Alter der einzige noch im Haus, der das wahrscheinlich richtig realisiert mit den Internetabbrüchen. Ich glaube, so ältere Leute kriegen das gar nicht mehr mit oder nehmen das gar nicht wahr als Abbruch. Ah, was willst du machen? Ja, das kotzt mich an, weil ich meine Gegend wirklich sehr mag. Aber was soll's. Aber ich weiß nicht, Hausmieten ist halt auch keine Lösung. Ich fühle mich einfach zu instabil dafür, als dass ich jetzt einfach jeden Monat 1,5 neben meinen anderen Fixkosten noch decken könnte für ein Haus. Also gut, es sind ja, ich bezahle jetzt 730 Euro für meine Wohnung, aber wenn ich jetzt nochmal 700 Euro mehr zahle, ich weiß nicht. Ich weiß nicht, ob ich mich damit gut fühle. Andererseits, vielleicht pusht es mich auch mehr zu machen, weil ich weiß, jetzt muss ich. Also jetzt muss ich ja auch irgendwie, aber ich weiß nicht, vielleicht hat das ja auch einen positiven Nebeneffekt, dass ich einfach wieder ein bisschen mehr aufwache. Nicht so wie jetzt. Jetzt ist Dreck, was ich mache. Hier um 4 Uhr, um 3 Uhr online kommen. Aber das ist nicht schön. Das ist auch einfach undankbar, um diese Uhrzeit online zu kommen, wo die meisten, die mich supporten, gar nicht dabei sein können. Ich meine, ich finde es immer noch krass, dass mir gerade 1700 Leute um 4 Uhr morgens zugucken. Ich habe sogar schon einen Fernlichtassistent. Also Fernlichtassistent heißt, ich kann das Fernlicht anmachen und es gibt so Sensoren im Auto, die erkennen, wenn Gegenverkehr kommt und dann macht er das automatisch das Fernlicht aus. Nur das Problem ist, ich habe das 2014er Modell und ich glaube, da hat das so angefangen. Das ist so verbuggt. Also wirklich, manchmal leuchtet der so überkrass in den Gegenverkehr rein. Manchmal blendet der kurz den Gegenverkehr aus und blendet dann aber wieder voll rein. So als ob ich den Gegenverkehr ärgern will. Das verstehe ich immer nicht. So, der blendet richtig in den Gegenverkehr dann wieder rein. Also so an, aus, an, aus. Also warum hier der ganze Parkplatz beleuchtet, das verstehe ich nicht. Guckt euch mal diesen riesen Parkplatz an, der komplett beleuchtet ist. Es ist niemand hier, der ist komplett beleuchtet. Lul. Alter, was haben denn die ganzen Leute wieder ihren Dreck hier hingeworfen? Ey, ich finde das so von respektlos. Auch bei mir, ich chill ja immer mit den Leuten auf dem Parkplatz. Und da gibt es auch immer Leute, auf dem Parkplatz sind 8 Mülleimer. Das sind 8 Mülleimer, wo man seinen Müll wegwerfen kann. Und was machen diese Spinner? Werfen ihren Müll aus dem Auto raus. Ah, so, meine Damen und Herren. Guck mal, jetzt wisst ihr auch endlich mal, wer hinter der Fassade steckt, wer hinter dem steckt, der hier redet. Ich kann jetzt auch mal ein bisschen auf euch gucken. Alter, kann sich noch irgendwer daran erinnern, dass ich mal hier auf diesem Parkplatz stand und mich darüber aufgeregt habe, dass diese Lampe flackert? Na, glaubt ihr, dass sich das verändert hat? Ich schwöre euch, das ist mindestens schon ein Jahr her, als ich mich das erste Mal darüber aufgeregt habe, dass diese Lampe flackert. Und sie tut es immer noch. Wie kann man denn ein Jahr diese Lampe hier rumflackern lassen? Das ist krank. Das ist einfach nur krank. Nein, ich will kein Polizist werden. Ich will diese Ausbildung vom Polizist machen, um körperlich fit zu werden, ja, aber... Obwohl, ich finde das immer so lustig, weil man sieht so oft Polizisten... Ich meine, wir haben ja bestimmt alle schon mal diese Dokus geguckt bei Galileo oder so, was man machen muss. Dieser sportliche Einstellungstest für die Polizei, wenn man da durchfällt, ist man sofort raus. Und manchmal sehe ich dann irgendwie Polizisten, wo ich mir so denke, niemals, niemals nur ansatzweise... Wie bist du da reingekommen? Wisst ihr, was ich meine? Vielleicht vor 20 Jahren oder so, aber das ist krank. Oh, ich will jetzt hier kein Polizei-Hate hören oder sowas. Mich nervt das sowieso. Auch, dass gerade bei der Polizei irgendwie alles aus dem Zusammenhang gerissen wird. Hier letztens schon wieder irgendwas gesehen. So, wisst ihr, da wird einfach so geschnitten, dass es so aussieht, als ob die Polizei einfach zuschlägt. So, weißt du, so, das nervt einfach so, dieses auf Zwang irgendwie irgendwas Negatives finden. So, dann sind das noch irgendwelche... so überlappen, die allerersten wären, die Polizei rufen würden, wenn sie irgendwie einen Schlag abbekommen oder sowas. Weil es gibt so Leute, ich finde dieses ACRB-Rumgetour ist eh immer schwachsinnig. Aber es gibt zumindest Leute, denen ich glaube, dass sie wirklich nicht auf Polizei angewiesen sind. Und bei denen verstehe ich das eher, dass sie ACRB sagen, als irgendwelche so Überdeutschen, die hier auf Ungerechtigkeit tun, aber die ersten sind, die Polizei rufen, wenn es Probleme gibt. So, wisst ihr? Ich würde mich niemals über die Polizei aufregen, weil ich weiß, ich wäre der Erste, der die Polizei rufen würde. Also nicht so extrem, aber natürlich, wenn ich
wenn jetzt so Leute vor meiner Tür stehen oder es ernste bedrohliche Situationen gibt, dann würde ich ja nicht auf Gangshit tun. Und ihr müsst jetzt auch nicht zeigen, was für, wie krass ihr seid. Ey, ich würde niemals die Polizei holen, ich rege alles selbst. Ja, gibt's ja, aber dann soll man auch wenigstens, wenn man so ACB-Getour oder sowas macht, dann soll man auch wenigstens dahinter stehen. Wenn ich hier diese ganzen 12-, 13-Jährigen sehe, die hier auf ihren geklauten BMX-Rädern ACAB rufen und irgendwelche T-Shirts von irgendwelchen Rappern tragen, wo auch Fuck Cops steht oder so, das ist doch sowas von lächerlich. Ey, das ist so absolut lächerlich. Gut, hat alles im Großen, ja. Ich meine, ich kenne es ja von mir auch so, man merkt es nicht und später schämt man sich dann halt irgendwie dafür. Ich weiß nicht, wie es bei der heutigen Generation ist, ob man sich heute noch dafür schämt. Also, ich kann mich noch an Sachen damals erinnern. Ich hatte nie einen guten Computer gehabt, aber ich wollte vor Leuten im Internet, keine Ahnung warum. Damals gab es auch noch so Foren, wo du noch eintragen konntest, was für Komponenten du in deinem Computer hattest. Ich habe einfach einen richtig teuren Computer gegoogelt und habe da aber alles reingetan. Aber ich hatte keine Ahnung von Computers, von Computern. Also habe ich einfach Tower-Komponenten, also große Grafikkarten und sowas genommen und habe dann oben Modell irgendein Laptop genannt, weil ich hatte nur Laptops. Und ich wollte, dass die Leute denken, dass ich das in meinem Laptop drin habe. Und da haben die mir alle einen Vogel gezeigt und heute ist mir das super unangenehm. Oder ich wollte irgendwelchen Leuten 2010 klar machen, dass ich einen Laptop mit Wasserkühlung habe. Heute gibt es sowas in der Art. Heute gibt es ja diese Dinger, wo du hinten diese Wasserkühlung anschraubst. E-Dreck, wird sich eh nie durchsetzen, der Müll. So bis die Technik so klein wird, dass es kein Problem mehr ist. Aber damals hat man darüber noch nicht nachgedacht, über Wasserkühlung und sowas. Jedenfalls nicht in Laptops. Und ich wollte dann hier irgendwelchen Leuten klar machen, dass ich eine Wasserkühlung im Laptop habe, weil ich denke, dass das überkrank ist. Aber es gibt doch immer so Momente, wenn ihr alle mal so an eure Kindheit oder sowas in der Art denkt, dann habt ihr doch alle so diese Momente, wo ihr euch dacht, Alter, was war ich da für ein peinlicher Spast? Und ich hoffe einfach, dass es bei der heutigen Jugend auch so ist. Wenn sie auf TikTok einen Fortnite-Tanz mit Fortnite-T-Shirt machen. Ich hoffe, die sehen das irgendwann in 10 Jahren und denken sich, Alter, was war ich für ein Spast? Ich glaube, ich fahre jetzt mal zur Tankstelle, aber ich weiß nicht, was ich mir da hole. Ich weiß, dass es dort nichts gibt, was anständig ist. Das nervt mich auch. Wenn ich zum Beispiel viel unterwegs bin, auf Autobahnraststätten oder sowas, und du versuchst, dich irgendwie halbwegs gesund zu ernähren, wenn du mit Auto unterwegs bist und eigentlich so darauf angewiesen bist, nur an Raststätten anzuhalten, um dich zu ernähren, jetzt einfach mal, wenn du schnell von A nach B kommen musst und nicht die Möglichkeit hast, jetzt noch schnell in irgendein Dorf reinzufahren, um bei irgendeiner Landbäckerei ein belegtes Brot oder sowas zu holen, dann ist das echt schwierig. Wisst ihr, was ich meine? Geht es mal durch, geht mal zu Raststätten und guck mal, was die für Angebote haben. Da gehst du ja kaputt. Da verstehe ich auch Trucker zum Beispiel, dass die da sich darüber aufregen, dass deren Lebensstil ist ja generell schon sehr, sehr schwierig. Dadurch, dass sie Tag und Nacht nur im Dings hängen, sitzend in ihren Truck hängen, und dann gehen die an irgendeine Raststätte und holen sich dann wieder irgendwas Ungesundes, weil eine Raststätte halt nichts Gesundes bietet. Andererseits stelle ich mir das halt auch schwierig vor, als Raststätte ein Angebot vorzubereiten, das gesund ist. Zu jeder Zeit. So, weißt du, weil gesunde Sachen sind meistens schnell verderblich so.